Ja, hallo, hier ist wieder tuxacher.de. Heute wollen wir uns einmal Landscape Pro anschauen. Das verspricht, Landschaftsaufnahmen sozusagen mit wenigen Mausklicks zu verbessern. Ich habe mir einmal die Trial-Version heruntergeladen und wir wollen uns das mal anhand von einem Beispiel ansehen. Was man hier gleich schon sieht, dass die Trial-Version nicht in der Lage ist, die Änderungen, die man am Bild vorgenommen hat, dann letztendlich auch zu speichern, finde ich ein bisschen schade. Man sollte schon die Gelegenheit geben, mit einem gespeicherten Bild in seinem Workflow auszuprobieren, ob die Bearbeitung und auch vielleicht die Weiterbearbeitung dann passt. Aber gut, wir öffnen hier einfach mal ein Bild. Und da sehen wir sozusagen schon einen Hilfebildschirm, der einem im Wesentlichen schon die Funktionen zeigt. Wir fangen also schon einfach mal an. Wir ziehen einfach hier mal das Label Sky, also für den Himmel, hier rüber. Dann haben wir hier noch etwas Wasser. Und vielleicht, was ich jetzt allgemein als Felsen bezeichnen würde, ziehen wir dann hier runter. Dann machen wir weiter. Dann werden diese Bereiche eingefärbt, um die einzelnen Bereiche voneinander zu trennen bzw. darzustellen. Und ihr seht jetzt hier schon, dass das mit dem Himmel zwar relativ gut geklappt hat, aber hier zum Beispiel mit dem Wasser von dem Meer in dem Falle nicht so ganz. Das kann man aber relativ einfach korrigieren, indem man das entsprechende Label anklickt und dann hier die Bereiche weiter auffüllt bzw. korrigiert. So, dasselbe müssen wir jetzt hier unten mit dem Felsen machen, weil hier noch ein Bereich, der wie Wasser markiert ist, und natürlich hier oben auch noch, um dann diese Langzunge, die hier zu sehen ist, auch noch entsprechend zu markieren. Dieses Werkzeug mutet so ein kleines bisschen an wie das Schnellauswahlwerkzeug in Photoshop. So, wenn wir jetzt alles markiert haben, wir können übrigens hier mit dem Mausrad die Vergrößerung einstellen und hier über Strength die Größe des zu markierenden Bereiches auswählen, aber eine kontrolliertere Anpassung zum Beispiel der, ich nenne es jetzt mal Pinselgröße, ist leider nicht möglich. Dann gehen wir mal hier weiter. Dann soll ich jetzt hier noch den Horizont definieren. Dann schieben wir mal hier hin. Und wenn ich dann diese Bereiche markiert habe, kommen wir dann tatsächlich zum Editieren der einzelnen Bereiche. Es gibt natürlich hier globale Voreinstellungen. So, hier werden einem, wie man sehen kann, verschiedene Presets dargeboten, mit denen man das Bild im Farbton, Schwarz-Weiß, Kontrast und so weiter abändern kann. Ab und zu können solche Presets relativ sinnvoll sein, jedoch zum generellen Anpassen der Bilder sind sie normalerweise eher nicht geeignet. Dann gibt es hier noch einen Bereich, der sich ebenfalls auf das gesamte Bild auswirkt, wo ich zum Beispiel die Belichtung ändern kann, Fill Light, also für die Schatten. Ich kann auch die Sättigung und so weiter ändern und den Weißabgleich manuell abändern. Aber jetzt kommen wir zum eigentlich mal zu dem Interessanten. Und zwar finde ich jetzt hier wieder die gleichen Labels vorher, die ich jetzt in der Maske vorher gesetzt habe. Ich kann jetzt hier zum Beispiel hingehen und schaue mir den Himmel an, den kann ich jetzt separat dunkler regeln. Ja, ihr seht das hier, wie er dunkler wird. Ich kann auch zum Beispiel den Kontrast regeln. Ich das jetzt hier rüberziehe. Und was relativ schön gemacht ist, ich kann jetzt hier, obwohl hier ein paar Wölkchen vorhanden sind, beliebig Wolken sozusagen austauschen, indem dass ich hier eins von diesen vordefinierten Wolkenbereichen anwähle. Dann wird der gesamte als Sky oder in dem Fall als Himmel markierte Bereich dann ausgetauscht. Da
Das kann ich natürlich jetzt auch noch mit den Bereichen Wasser oder auch Felsen machen, dass ich hier zum Beispiel den Kontrast oder die Helligkeit getrennt regle. Ich kann jetzt hier zum Beispiel sagen, ziehe mir mal im Bereich der Felsen den Kontrast höher und vielleicht auch die Sättigung etwas höher. So, und dann gibt es noch eine Funktion, wo ich natürlich immer die Presets habe, aber eine Funktion scheint mir doch relativ interessant zu sein. Wenn ich jetzt hier einfach mal einen Lightning den Stärkeregler etwas anhebe, dann erscheinen hier mehrere Felder und hier sozusagen eine virtuelle Sonne im Bild, mit der ich die Wirkung der Sonnenstrahlen verschieben kann. Wenn ich das jetzt mal hier rüberziehe oder hier rüberziehe, aber ich gehe mal jetzt hier, dass ich die Stärke etwas höher setze. Ich denke mal, dann sind die Effekte eher sichtbar. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel in die Ecke ziehe, seht ihr, wie sich die Lichter- und Schattenbereiche entsprechend anpassen. Ja, das sind im Wesentlichen schon die Editierfunktionen. Ich setze das jetzt mal hier zurück und setze auch mal den Bereich mit den Wolken zurück, dass ich hier die einzelnen Bereiche sehr schön getrennt voneinander editieren kann. Allerdings hier ist das ein Bild mit relativ einfach zu maskierenden Flächen. Und hier komme ich auch, um zum Beispiel den Himmel abzudunkeln, das Meer etwas blauer zu machen oder im Bereich der Felsen hier etwas mehr Kontrast reinzuzaubern, komme ich auch sehr gut eigentlich mit den lokalen Anpassungen von Lightroom klar. Wenn ich dann auch noch berücksichtige, dass der Preis, im Moment wirbt die Firma damit, dass die beiden Versionen, es gibt eine Standard- und eine Pro-Edition, jeweils für die Hälfte verkauft werden. Die Preise liegen zurzeit bei knapp 40 bzw. 70 Euro. Empfinde ich das schon als relativ viel. Und wer zum Beispiel das Abo-Paket hat, wo Photoshop mit enthalten ist, der kann auch solche Anpassungen machen, die habe ich in einem anderen Artikel schon mal vorgestellt, um zum Beispiel für mehr Dynamik dadurch zu sorgen, dass man zum Beispiel hier in dem leeren, relativ leeren Himmel dann Wolken aus einem anderen Bild hineinkopiert. Ja, ansonsten Anpassungen sind sicherlich möglich, ob es wirklich die Optimierung und Verbesserung von Landschaftsaufnahmen sozusagen auf Mausklick ist, lasse ich jetzt mal offen. Das klappt natürlich umso einfacher, je einfacher strukturiert das einzelne Bild ist. Hat man jedoch sehr feine Details, wird es mit dieser Maskierung hier genauso wie auch in Photoshop übrigens dann relativ schwer, um zum Beispiel bei Bäumen, die sich vor einem Himmel befinden, da sauber den Himmel auszumaskieren. Insgesamt ein vielleicht für den einen oder anderen nützliches Programm, wobei die Plugin-Funktion für Lightroom kann nur in der Pro-Version, die normalerweise dann immerhin 140 Euro kosten soll und damit fast genauso teuer ist wie Lightroom selbst, genutzt werden. Aber mich würde vielleicht interessieren, wie eure Meinung dazu ist. Würdet ihr ein solches Programm oder auch als Plugin für euch und eure Landschaftsaufnahmen einsetzen? Lasst es mich doch einfach wissen und ansonsten sind natürlich Fragen auch willkommen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Tuxoche.